Moin moin! Heute zeigen wir euch mal wieder ein neues Rezept. Und zwar kochen wir Blumenkohl mit Erdnusspanade und dazu einen sehr leckeren Dip. So, wir brauchen auf jeden Fall Blumenkohl. Einen schönen großen bitte. So. Zuerst einmal schneiden wir einfach das untere vom Blumenkohl ab, also diese ganzen Blätter und so. So, jetzt kochen wir den Blumenkohl für ungefähr 5 Minuten, sodass er weich wird. Also erstmal hier diese Röschen auseinander trennen, dass er ganz leicht angegart ist. In der Zwischenzeit bereiten wir jetzt einfach schon mal den Dip vor. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist natürlich das Wichtigste, Knofi. Sehr gesund und immer lecker. Dann Frischkäse, ungefähr 50 Gramm. Dann eine Frühlingszwiebel und ein bisschen Joghurt. Wir haben hier so einen Riesenjoghurt, weil in Tunesien kann man entweder nur so mini kleine Joghurts kaufen, das ist nach 2 Löffeln weg. Und da hat man natürlich einen enormen Plastikverbrauch, deswegen kaufen wir uns einfach hier immer, ich glaube 2 Kilo sind das? 5, oder? Oder 5 Kilo? 5 Kilo Joghurt, das hält dann ungefähr 2 Wochen. Und man kann den Eimer sogar noch wiederverwenden für irgendwas. Ich gebe einfach hier ein bisschen Joghurt in eine große Schüssel. Dann Frischkäse. Dann schneide ich die Knoblauchzehe auf. Den Knoblauch natürlich erstmal schälen. Wie viel Knoblauch ihr nehmt, ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt 14. Wir essen aber auch extrem viel Knoblauch. Es könnte sein, dass es dir vielleicht ein bisschen zu scharf ist, wenn du nicht so regelmäßig Knoblauch isst. Ich liebe ja auch Knoblauch. Knoblauch macht einfach alles richtig würzig und lecker. Dann die Knoblauchzehen einfach in möglichst kleine Stücke schneiden. So, ja, wieder. Magst du vielleicht die Frühlingszwiebeln schneiden? Natürlich. Du schneidest die Frühlingszwiebeln jetzt so, dass du die oberste Haut hier einmal abziehst. Da ist auch so der Dreck dran. Dann schneidest du ungefähr 1 cm über der Wurzel ab. Und diese welken Blätter, die brauchen wir auch nicht, die können wir auch abziehen. So, der Rest sieht aber ganz okay aus. Ja. Dann kannst du die einfach in kleine Scheiben schneiden. Und ich würze in der Zwischenzeit den Dip. Und zwar einfach ein bisschen Salz rein. Je nach Belieben. Dann eine Prise Pfeffer. Und was ich immer super gerne mag, ist Basilikum, Thymian. Ja. Shit, ich bin euch abgehört. Ah. Wieso musst du nicht heulen und ich? Ich bin ja keine Heulsuse. So. Okay, geht wieder. Also dazu gebe ich noch ein bisschen italienische Kräuter. Das ist so ein Kräutermix bestehend aus Oregano, Thymian,
Basilikum. Ja, halt so typische italienische Kräutermischung. Dann rühren wir das Ganze mal um. Ich heule. So, die Frühlingszwiebeln einfach mit reinkippen und wieder umrühren. So, jetzt bereiten wir die Panade für den Blumenkohl vor. Und zwar nehmen wir da erstmal, ja, wir nehmen 300 Gramm Erdnüsse. Wir haben jetzt auf dem Markt nur ungeröstete Erdnüsse bekommen. Das heißt, wir rösten die erstmal, denn ungeröstet können sie sehr dolle Bauchschmerzen verursachen und zudem schmecken sie auch nicht so gut, so leicht bitter. Ich glaube, in Deutschland bekommt man eigentlich immer geröstete, also müsst ihr die nicht vorrösten. Ja, wir geben die jetzt einfach in eine Pfanne und erhitzen die kurz 5 Minuten und dann ist auch gut. So, ich bereite jetzt schon mal die Panade vor. Und zwar brauchen wir 5 Eier. Dann nehmen wir 200 Gramm Mandelmehl. Dann ein Schuss Sojasauce. Eine Prise Salz und ein bisschen Chili, je nach Belieben. Wenn ihr es nicht gerne scharf mögt, dann müsst ihr auch kein Chili reinmachen. Ich finde es aber sehr lecker, weil wir essen auch gerne scharf. So, jetzt müssen wir die Erdnüsse, die ja jetzt geröstet wurden, hier einmal mixen, klein machen. Der Blumenkohl müsste auch fertig sein, den stelle ich mal aus. So, alles einfach in den Mixer geben. Right, es müsste gut sein. Jo, die Erdnüsse sind klein. Die jetzt einfach so, dabei noch nicht so klein. Also ihr seht jetzt, die Erdnüsse sind so wie so ein grobes Mehl. Wenn ihr die zu lange mixt, dann werden die ganz cremig. Und dann hast du quasi eine Erdnussbutter. Auch lecker, aber für dieses Rezept nicht das, was wir wollen. Die Panade verrühre ich jetzt einfach mit der Hand. Wenn ihr einen Handmixer habt, dann könnt ihr es natürlich auch mit dem machen. Aber ich finde das eigentlich auch ganz gut. Hier in die Panade legen, mit dem Löffel ein bisschen Panade drüber streichen, dass das überall haftet. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, jedes einzelne Röschen zu bestreichen, könnt ihr auch einfach den ganzen Blumenkohl in einem Stück lassen, den in einen großen Topf geben, kochen. Also so wie er ist und dann die Panade einfach oben drauf schmieren. Das ist wesentlich weniger Arbeit, aber so ist es natürlich noch leckerer, weil jedes Röschen einzeln geröstet wird und Panade hat. So sieht das dann aus, wenn das fertig ist, also wenn der Blumenkohl paniert ist. Und den schiebe ich jetzt einfach in den vorgeheizten Backofen. Ich stelle den Backofen auf 250 Grad und lasse den Blumenkohl dann ungefähr 15 Minuten backen, bis er schön knusprig ist. So, die 15 Minuten sind vorbei. Wir können den Blumenkohl mal rausholen.
auch Hunger. Magma. So, fertig ist das Essen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und lasst es euch schmecken. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.